Spiel zwei Hälften hatte. In der ersten hatten wir die besseren Torszene, in der zweiten war, glaube ich, in der Gesamtheit schon die Austria. Und wie lebt man mit diesem Resultat jetzt denn, ja, wenn man in der ersten Hälfte so überlegen war? Ja, ganz schlecht, was sehr enttäuschend ist, weil man gesehen hat, dass die Austria auch sehr verunsichert war. Und das freut uns in diesem Jahr noch, dass die Mannschaft, glaube ich, auch erkennt, wenn ein Gegner wirklich Probleme hat, dass man da drauf bleibt, dass man unangenehm ist, dass man griffig ist, dass man es denen schwer macht. Unterm Strich haben wir das zu wenig gemacht und in der zweiten Hälfte war es dann ein ausgeglicheneres Spiel mit den besseren Chancen für die Austria. Dann fangst du dir ein Tor ein und das ist natürlich für uns mega enttäuschend und unbefriedigend heute. Aber in Summe trotzdem, der Weg in Summe, darf man zwar nicht mehr sagen jetzt, aber der Weg stimmt bei euch grundsätzlich. Jetzt Länderspielpause, da müssen wir wahrscheinlich eine oder andere Schraube drehen wieder. Ja, es ist nicht so leicht zu beantworten. Also grundsätzlich hätte ich das vor dem Spiel auch genauso gesagt. Ja. Aber es ist schon so, dass im Fußball jedes Spiel auch immer wieder so eine Kurve einleiten kann in irgendeine Richtung. Und das, die Kurven, die wir da heute beschrieben haben, die gefallen mir gar nicht. Und die dürfen wir nicht oft zeigen in dem Jahr, weil es ist sehr, sehr enttäuschend auch für, glaube ich, alle Beteiligten, auch unsere Fans. Danke.